So, jetzt haben wir neben Dr. Wodak Dr. Vanessa Schmidt-Krüger. Frau Dr. Vanessa Schmidt-Krüger forscht zu kardiovaskulären Erkrankungen und wird was erzählen zu der Frage, oder sie wird die Wirkungsweise und Gefahren der Impfung erläutern. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Zellbiologin, das heißt, ich beschäftige mich mit der funktionellen Charakterisierung und Aufklärung von Proteinen. Das heißt, ich weiß, wie Proteine produziert werden, wie sie transportiert werden in der Zelle, wie sie von außen von der Zelle aufgenommen werden, wie sie verstoffwechselt werden, wie die Kommunikation in der Zelle aussieht, wie Zellen untereinander kommunizieren, auch innerhalb des Gewebes, wie Organe miteinander interagieren. Und das ist alles sehr wichtig, wenn man eine Risikoabschätzung machen möchte, wie der Impfstoff funktioniert zum Beispiel auch und die Gefahren oder die Risiken, die von den Lipid-Nanopartikeln ausgehen. Diese Technik ist ja nicht wirklich neu. Es wird ja mal jetzt, als Impfstoff ist es jetzt neu, aber diese Lipid-Nanopartikel, das benutzen wir ja in der Forschung schon seit über 20 Jahren. Und wir haben immer das Problem, mit Toxizität zu kämpfen, also mit der Giftigkeit der Lipide und im Balance zu der Wirksamkeit. Und da möchte ich ein bisschen was erzählen. Am Beispiel speziell jetzt vom BioNTech-Impfstoff und ich möchte da auf folgende Punkte eingehen. Also der erste Punkt wäre, dass der Impfstoff, der momentan jetzt im Umlauf auch ist von BioNTech, der ist ja nicht hochrein. Also da sind auch Verunreinigungen bereits drin von bestimmten Bestandteilen. Das steht in dem Open Assessment Report von der EMA, also der Ausschuss, der diesen Impfstoff zugelassen hat. Dann möchte ich noch darauf eingehen, auf die klinische Studie 1 von dem BioNTech-Impfstoff und die Festlegung der Impfstoffmenge. Die ist meiner Meinung nach aus wissenschaftlicher Sicht nicht richtig charakterisiert worden. Und der Punkt 3 sind dann die Auswirkungen oder die Risiken der Lipid-Nanopartikel. Und auch da werde ich einmal auf den BioNTech-Impfstoff eingehen. Die haben ja eine Präklinik gemacht und was da alles rauskam und was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und aber auch, was so die Publikationen sagen. Es ist ja nicht die einzige Forschungsarbeit im Prinzip. Und zum Schluss, wenn noch Zeit ist, würde ich auch ganz gern nochmal auf die Langzeitfolgen Autoimmunerkrankungen eingehen. Da ist nämlich auch ein Aspekt, der noch gar nicht diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit. Frau Dr. Schmidt-Krüger, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber hinter Ihnen bzw. neben Ihnen steht auch die Kollegin Dr. Holzeisen, die maßgeblich verfasst die Nichtigkeitsklage wegen der Impfstoffzulassung, sodass, was Sie jetzt gerade sagen, wahrscheinlich großen Einfluss noch haben wird auf all das, was wir schriftlich zu Papier bringen werden, um es dann der EMA bzw. der EU-Kommission, die das zugelassen hat, um die Ohren zu hauen. Das Problem, warum es vielleicht nicht diskutiert wird, kann sein, all dieser Open Assessment Report ist natürlich auch auf Englisch verfasst. Ich meine, die halbe Nation kann man schon mal kein Englisch. Dann muss man sich auch super auskennen mit den ganzen medizinischen Fachbegriffen, die da drin sind. Und dann zusätzlich noch die ganzen Techniken und zellulären Begebenheiten, die da beschrieben werden. Das können nur Fachleute wie ich. Deswegen sitze ich hier und möchte ein bisschen Aufklärung betreiben. Grundsätzlich, der EMA-Ausschussbericht, der hat zwei große Abschnitte. Einmal ist es das Code Manufacturing Practice, also das GMP, also die ganzen Produktionsverfahren und die Reinigung, ja, die Aufreinigung und wie gut und die Qualität ist und die Kontrollmechanismen. Und der zweite Punkt ist halt die Präklinik. Und im ersten Teil zu dem Good Manufacturing Practice hat der EMA-Ausschuss eigentlich einen sehr guten sehr gute Arbeit gemacht. Die waren sehr kritisch, haben viele wissenschaftliche Beweise noch nachgefordert. Sie haben viele Nachbesserungen verlangt. Da waren sie schon sehr kritisch und pingelig und das finde ich auch gut. Aber so gut wie sie in diesem Teil waren, so schlecht waren sie in dem zweiten Teil, was dann wieder die Nebenwirkung anbelangt. Da haben sie überhaupt nicht kritisch hinterfragt. Also es gibt eine Menge Nebenwirkungen, die überhaupt nicht diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Und da haben sie überhaupt nicht kritisch hinterfragt, was das für Konsequenzen hat, wenn wir jetzt diesen Impfstoff in den Menschen jetzt injizieren. Und gerade auch bei vulnerablen Gruppen, die schon bestimmte Organleiden haben, die sind da auch besonders anfällig auf diese bestimmten Nebenwirkungen, wo ich dann zum Schluss drauf eingehen werde. So, und normalerweise, das wissen Sie ja, dass die Impfstoffentwicklung sehr lange dauert. Das ist ja nicht nur die klinische Phase, die ist ja hier bei dem Impfstoff ausgelegt auf 3 mal 2,5 Jahre, also 3 Phasen à 2,5 Jahre, plus noch die Auswertungsphase, dann kommen wir ja schon über 7,5 Jahre. Aber man darf auch nicht vergessen, dass dann auch noch die Produktionsoptimierung wichtig ist. Und dafür braucht man sicherlich auch noch mindestens ein Jahr. Und das
findet ja, das hat ja gar nicht stattgefunden. Es wird ja schon verkauft und angewendet und die Optimierung der Produktion ist ja noch gar nicht fertig. Und da gibt es erhebliche Mängel. Und zwar, da möchte ich mal einmal drauf eingehen, an den Mängel der aktiven Substanz. Mit aktiver Substanz meinen Sie die modifizierte mRNA, die Sie da synthetisieren. Und als zweites gibt es Mängel in der Beständigkeit der verschiedenen Produktionschargen, weil die muss ja immer gleich bleiben, damit jeder Mensch ja auch die gleiche Impfstoffmenge und an Qualität auch kriegt. So, dann das Problem, was BioNTech hatte, ist ja, dass in der klinischen Phase wurde das Produkt, also die RNA, ganz anders hergestellt mit anderen Techniken, als wie sie jetzt hergestellt wird. Damals brauchte man nur kleine Mengen an Impfstoff. Dann konnte man auch sehr teure Techniken einsetzen, die auch so sehr hochreine Endprodukte geliefert haben. Und jetzt in der Massenproduktion kann man das nicht mehr. Da muss man auf kostengünstigere Verfahren switchen. Zum Beispiel braucht man jetzt Unmengen an DNA, die als Ausgangsprodukt dienen, um diese RNA überhaupt herzustellen in einer In-vitro-Transkriptionsreaktion. Und das wird jetzt zum Beispiel über Bakterien gemacht, also über Fermentation von transformierten Bakterien, die diese DNA in sich tragen. Also die Bakterien vervielfältigen jetzt massiv die DNA. Und damit ergeben sich auch neue Gefahren oder Risiken und vor allem auch Verunreinigungen. Zum Beispiel, momentan ist es so, dass die DNA wird ja in die Bakterien transformiert, das wird vermehrt, dann werden die Bakterien aufgeschlossen, dann wird die DNA extrahiert und dann wird sie linearisiert durch Enzyme. Und dann nur linearisierte DNA kann man in der In-vitro-Transkription einsetzen, sodass die RNA entsteht. Und die wird dann zum Schluss aufgereinigt über verschiedene Verfahren. Und da hat der EMA-Ausschuss verschiedene Anforderungen gestellt an den Impfstoffhersteller, also BioNTech. Also der Antragsteller soll verschiedene Analyseverfahren jetzt entwickeln und einführen, dass zum Beispiel das Ausgangsmaterial frei von mikrobiologischen Verunreinigungen ist. Also da meinen wir zum Beispiel wahrscheinlich auch die E. coli-Bakterien. Da gibt es wohl noch gar keine Verfahren, dass das gewährleistet ist oder kontrolliert wird. Die sollen auch sicherstellen, dass sämtliche Puffer, das sind so Lösungsmittel, die eingesetzt werden, frei von RNAsen sind. RNAsen sind Enzyme, die RNA abbauen. Das heißt, wenn irgendwo eine Verunreinigung ist, irgendeines Lösungsmittels mit RNAsen, dann wird die Impfstoff-RNA abgebaut und damit hat der Impfstoff überhaupt keine Wirkung mehr. Die müssen auch gucken und analysieren, wie stark die Aktivität der Enzyme ist. Das ist sehr wichtig, weil zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, die RNA wird ja von der DNA abgelesen und dann muss die DNA eliminiert werden. Die wird dann, die wird verdaut durch Enzymen, durch DNAsen. Und wenn diese DNA nicht gut genug verdaut ist, wenn da noch Reste drin sind, dann wirkt das Risiken, weil da komme ich später nochmal drauf zurück, was RNA-Reste für Risiken verursacht, aber die Aktivität der Enzyme muss gut kontrolliert sein und am Ende muss halt eine reine RNA da liegen und keine DNA mehr. Und das ist nicht gegeben. Also BioNTech hat zugegeben, dass es DNA-Verunreinigungen gibt. So, dann haben sie noch Auflagen gekriegt, dass sie keine Verifizierungsstudie durchgeführt haben für den Transport. Das heißt, die wissen gar nicht, ob der Impfstoff nach dem Transport noch überhaupt funktionstüchtig ist. Das wird jetzt momentan gerade durchgeführt. Dann die Sterilität des Impfstofffläschchen. Also die haben schon gute Fläschchen, die haben sie auch geprüft, aber sie sollen einen neuen Schnelltest entwickeln, sodass derjenige, der Arzt, der am Ende den Impfstoff verabreichen soll, nochmal einen Schnelltest macht, ob wirklich von der Charge, die sie gerade gekauft haben, Sterilität herrscht. Das ist einfach noch ein zusätzlicher Schritt, der gemacht werden sollte. Dann haben sie keinen richtigen Referenzstandard für die verschiedenen Chargen. Also es wurde ja festgestellt, dass die Chargen, die gemacht wurden, immer unterschiedlich sind von der Effektivität, also von der, wie soll ich sagen, von der Integrität der RNA. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dafür muss es einen Standard geben, der immer für jede Charge gleich ist. Anhand dieses Standards wird halt die Referenz gemessen. Und den haben sie ja natürlich nur für die Prozesse der klinischen Phase. Jetzt müssen sie einen neuen Standard generieren für die neuen Herstellungsprozesse, also für
für den kommerziellen Verkauf. Das ist noch nicht gemacht worden. Da sind sie jetzt bei. So, die Integrität der RNA und heißt ja auch RNA-Qualität. Da haben sie festgestellt, dass die nicht sehr hoch ist. Die war bei den Prozessen während der klinischen Phase höher. Also die sagen in diesem Report nicht, wie hoch der ist. Aber ich habe andere Informationen, die sagen, damals waren sie 78% der RNA war gut, der Rest war nicht gut. Und jetzt haben sie wohl Chargen, mit dem neuen Prozess haben sie jetzt neue Chargen gefunden, wo bei einigen Chargen wohl nur 55% RNA-Integrität ist. Also die Hälfte im Prinzip ist nichts wert von der RNA, weil, das erkläre ich jetzt nochmal, bei der Synthese von dieser RNA, die DNA dient als Template und dann wird die RNA hergestellt. Und es kann sein, dass nicht die gesamte RNA hergestellt wird, sondern dass der Prozess vorher abgebrochen wird. Das muss man kontrollieren. Da gibt es Analysemethoden, dass man kontrollieren kann, wie viel Prozent des entstandenen Produktes ist 100% RNA-Länge und wie viel Prozent nur 80 und wie viel Prozent nur so und so viel. Und diese verkürzten RNA-Stücke sind dadurch instabiler. Also es ist grundsätzlich so, dass am Ende der RNA gibt es einen Anhang von Adenine. Und je länger dieser Anhang ist, desto stabiler ist die RNA in der Zelle. Wenn diese verkürzt wird, dann wird die RNA relativ schnell abgebaut in der Zelle. Und dann wird überhaupt kein Protein gebildet. Und damit kann es sein, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt nur so, dass so wenig Protein gebildet wird, dass gar keine Immunantwort stattfinden könnte. Das ist jetzt aber der schlimmste Fall. Und wenn die sagen, die haben eine RNA-Integrität von nur 55% und die anderen 45% sind nur verkürzte Stücke, weil die haben verkürzte RNA-Stücke gefunden, dann wollte jetzt der Ausschuss wissen, ob jetzt verkürzte Proteinstücke produziert werden oder und wie viel überhaupt von dem richtigen Proteinen produziert wird. Das muss man alles analysieren. Haben Sie da erstmal irgendwie Fragen? Habe ich das richtig? Also können Sie das nachvollziehen? Ja, Sie erklären uns jetzt gerade, was da alles bei der Produktion schief geht. Und ein Risiko, was offenbar überhaupt noch nicht öffentlich diskutiert worden ist, ich habe jedenfalls nichts darüber gelesen, was Sie gerade erzählt haben, ist, dass bei dieser Produktion der RNA aus der DNA, ich glaube, Sie haben eben gesagt, 45% letztlich untauglich sind, ne? Sie könnten untauglich sein, wenn das Protein nicht gebildet wird. Und das müsst jetzt BioNTech checken. Weil man kann ja die Proteine ja anhand einer bestimmten Technik sichtbar machen. Und dann sieht man, wie groß die Proteine sind. Die werden nach ihrer Größe aufgetrennt. Und wenn verkürzte Proteine stattfinden, aufgrund von verkürzten RNA-Stücken, dann sieht man das anhand, dass neue, kleinere Proteine gebildet werden. Und die haben halt in ihrer Analyse verschiedene Banden gesehen oder verschiedene Proteingrößen gesehen. Und die wollen jetzt, also der Ausschuss möchte jetzt von BioNTech wissen, ob diese verschiedenen Größen alles zu den gleichen Proteinen gehören oder nicht. Ob das andere Proteine sind, die dann gebildet werden, verkürzte Proteine, die dann eventuell gar keinen Effekt mehr haben. Und wie viel Prozent von dem richtigen Protein, den wir haben wollen, überhaupt in der Impfstoffdosis drin ist. Also nicht in der Dosis, sondern wie viel gemacht wird. Diese verkürzten oder kleinen Proteine, könnten die denn einfach nur wirkungslos sein oder könnten die auch irgendeine andere Wirkung entfalten? Ja, also ich gehe davon aus, dass sie dann wirkungslos sind. Also zumindest keinen Schaden anrichten. Ja, es sind ja nicht komplett andere Proteine. Es ist ja dann nur ein Bruchteil von dem Spike-Protein. Und noch eine Zwischenfrage zu der DNA. Also was ist das für eine DNA, die da überhaupt rumwabert quasi? Also die, und was könnte die für Effekte haben, wenn die da noch wäre? Oder das erzählen Sie später noch, oder? Nee, das kann ich auch jetzt schon erzählen. Also die DNA ist von der Sequenz komplementär zu RNA. Und die braucht man einfach, damit das Enzym eine Vorlage hat, sodass die RNA sozusagen gelesen wird. Also die RNA wird von der DNA abgelesen. Also das ist das Gen im Prinzip von dem Spike-Protein. Das Gen kodiert letztendlich das Protein und die RNA ist nur so ein Zwischenprodukt.
Wenn Sie kürzere Stücke haben jetzt, die produziert werden, also nicht die großen, die längeren Proteine, sondern die kleineren Abschnitte. Ich denke jetzt an das Immunsystem. Sie haben ja in der Biologie sehr viele Homologien. Es gibt also, das Immunsystem liest ja anders ab als das, was in der Zelle passiert. Und könnte es da sein, dass da bestimmte Dinge, dass da was erkannt wird vom Immunsystem, was dann zu Kreuzimmunitäten führt, was zu Immunität, ungewünschten Immunitäten führt oder ungewünschten Immunreaktionen? Also die immunologische Seite dieser Verunreinigung, die würde mich interessieren. Wenn man dieses Protein hat ja eine gewisse Sequenzlänge auch und eine bestimmte Anzahl von Aminosäuren. Und damit ergibt sich eine bestimmte Faltung des Proteins. Wenn man jetzt verkürzte Proteine hat, kann es sein, dass die Faltung anders aussieht. Und das kann natürlich auch einen Einfluss haben auf Antikörperbindung. Dass es jetzt einen negativen Einfluss hat, würde ich jetzt nicht sagen, weil das Problem ist ja, dass das Protein ja an die Zelloberfläche gelangen muss, damit das Immunsystem es überhaupt erkennt. Und wenn es verkürzt, sehr stark verkürzt ist, sage ich es mal, dann findet es nicht mehr, es würde nicht in der Membran verankert sein, es würde dann sekretiert werden von der Zelle, dann würde es trotzdem in den Blutfluss reinkommen. Ja, also es könnte theoretisch möglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit finde ich doch sehr gering, dass ein anderes Protein oder ein anders gefaltetes Protein entsteht, sodass es irgendwelche andere Nebenwirkungen verursacht, negative Nebenwirkungen. Ja. Danke. Gut, ach ja, da wollte ich ja noch auf Frau Fischers Frage mit der DNA. Ja, das Problem ist, wenn DNA-Verunreinigungen drin sind, dann ist es so, dass also bei RNA ist es relativ gut auszuschließen, dass die sich integrieren kann in das Zellwirtsgenom. Bei DNA ist es anders. Und besonders in diesem Fall, weil ja Verunreinigung von linearisierte DNA vorliegt. Und eigentlich der Integrationsschritt von DNA in das Wirtszellgenom ist relativ selten eigentlich. Es müssen viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, dass es funktioniert. Also erstmal, die Zelle muss sich zum Beispiel teilen, damit das funktioniert. Wenn die sich nicht teilt, dann kann es nicht integriert werden, weil das Wirtszellgenom ist im Zellkern von der Zelle und dieser Zellkern muss sich erst auflösen. Das macht es aber erst, wenn die Zelle sich teilt. Ich komme ja später darauf zu sprechen, weil diese Lipid-Nanopartikel kommen ja in sämtlichen Zellen, nicht nur in den Muskelzellen. Das ist ja auch ein Trugschluss. Das ist das Spannendste aus meiner Sicht, weil da spielt die Musik. Genau. Deswegen, es kommt auch in Zellen, wo sich es teilen. Also könnte es theoretisch möglich sein, dass diese linearisierte DNA, die als Verunreinigung drin ist, sich in das Wirtszellgenom integrieren kann, in einer teilenden Zelle. Und linearisierte DNA ist besonders, sagen wir mal so, ist optimal für eine Integration. Eine zirkuläre DNA nicht. Also die DNA, die aus den Bakterien kommt, die ist zirkulär. Und die ist nicht so einfach zu integrieren. Passiert auch, aber nicht so oft. Aber sobald sie linearisiert ist, was wir jetzt hier haben, dann passiert es doch schon öfter. Das ist das Risiko. Und eigentlich möchte ich da gar nicht weiter darauf eingehen, was dann passiert, aber dann können wirklich Gene an- und ausgeschaltet werden, hochreguliert, runterreguliert, dann kann Krebs entstehen. Dann ist wirklich Tür und Angel weit offen. Also diese Verunreinigung muss definitiv reduziert Moment, werden. Können Sie das nochmal eben erklären? Weil das ist ja für uns Juristen, insbesondere auch für die Kollegin Dr. Holzeisen, besonders wichtig. Was kann dann passieren? Also diese Integration, wo es passiert in das Wirtszellgenom, das können wir nicht kontrollieren. Das passiert einfach irgendwo. Es gibt Gegenden in der DNA, die sind vulnerable dafür und es gibt andere Gegenden, die nicht so vulnerabel sind. Es ist ja auch wichtig, wo diese DNA reinspringt. Es kann einfach in ein Gen reinspringen, dann ist das Gen kaputt. Dann wird das Protein nicht mehr gebildet und wenn es ein wichtiges Protein ist, dann kann die Zelle eingehen. Und wenn sowas weiter vermehrt wird, dann kann das wirklich massive Schäden verursachen. Also wenn es zum Beispiel in einer wichtigen Zelllinie ist, die sich stark teilt, dann können Klone entstehen von Zellen, die sind verändert, die sind genverändert. Und dann wird in diesen ganzen Klonen von Zellen werden diese Proteine nicht mehr gebildet und damit gibt es einen Funktionsverlust im schlimmsten Fall. Es können Gene halt auch, wenn es jetzt in Gegenden reinspringt, die regulatorisch wirken auf Genexpressionen. Das heißt, dann können die Gene angeschaltet werden oder runtergefahren werden. Also
der Output ist unterschiedlich und damit verändert sich auch der Metabolismus der Zelle. Und wenn sowas auch weitergegeben wird, dann verändern sich viele Sachen im Körper. Das sind aber ja Prozesse, die sind wahrscheinlich nicht bei allen Patienten gleich. Erstmal, ob sowas passiert, ist ja höchstens stochastisch, wäre das zu erfassen. Und wenn es dann passiert, das, was daraus resultiert, ist wahrscheinlich auch noch abhängig von jedem einzelnen Menschen und was da sonst noch in seinen Zellen so los ist. Also von daher, man kann nicht sagen, wir tun das da rein und dann passiert immer das, sondern das sind Möglichkeiten, die entstehen. Und wenn man 1 Million Menschen oder zigtausend Menschen impft, dann kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht beobachten, nach 10, 20 Jahren, ob da was passiert ist oder nicht. Also das oder vielleicht genau. bei einigen Sachen auch nach 3, 4 Jahren. Aber man braucht da lange Zeit, um solche Effekte überhaupt klinisch dann erfassen zu können. Genau so sieht es aus. Man findet keine Gruppe, die immer nur die gleiche Interaktion hat. Das findet bei jedem Menschen unterschiedlich statt. Genau. Was Sie gerade beschreiben, ist doch nicht die normale Wirkung eines Impfstoffs, sondern das ist, also wie wir ihn bisher kannten, sondern das ist doch eher, also diese Möglichkeiten, die Sie beschreiben, das scheint mir doch wirklich eher sowas wie ein genetischer Eingriff oder eigentlich muss man doch sagen, ein genetisches Experiment zu sein, oder? Ja, ist es ja auch, weil der Impfstoff an sich, selbst wenn die DNA nicht da drin wäre als Verunreinigung, ist es ja immer noch ein genetischer Eingriff. Da werde ich noch drauf zukommen. Okay. Dann können Sie das ganz klar verstehen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie hoch die Verunreinigungen sind. Die haben nur geschrieben, dass sie verunreinigt ist. Aber vor dem Hintergrund dieser, dass diese DNA-Problematik ja speziell bei sich teilenden Zellen auftaucht, ist es ja wahrscheinlich ganz besonders gefährlich, zum Beispiel Schwangere oder eben Kinder, kleinere Kinder auch zu impfen, wo ja dieses ganze Zellteilungsgeschehen wahrscheinlich noch viel, viel massiver ist als bei einem ausgewachsenen oder bei einem ganz alten Menschen. Genau so ist es, ja. Bei Schwangeren hat man ja noch das Problem, dass das Immunsystem anders reagiert als bei Nichtschwangeren, weil der Körper der Schwangeren stellt sich darauf ein, dass er sich mit dem fremden, neu sich entwickelnden Kind ja nicht zankt sozusagen, dass also das Kind nicht abgestoßen wird. Und deshalb reagiert es bei Schwangeren anders als bei Nichtschwangeren. Und das kann auch bei dieser Impfung zum Tragen kommen. Das kann dazu führen, dass die Komplikationen bei Schwangeren auftreten oder auch bei alten Menschen auftreten, wo auch dann ähnliche Prozesse dann stattfinden, wo das Immunsystem dann mehr toleriert als normalerweise. Und dass da dann eben dann ja immunologische Komplikationen auftreten. Also alte Menschen, sehr alte Menschen und bei Schwangeren, da kann es sein. Ja, aber es, wie gesagt, wir alle werden dann gefährdet, weil unsere Zellen unterstehen laufender Dynamik. Also bei uns werden ja Millionen von Zellen jeden Tag abgebaut und wieder neu entstehen. Also die ganzen Stammzellen, muss man sich mal überlegen, die ganzen Immunzellen, das ist ja ein Kommen und ein Gehen. Wenn da diese Verunreinigung reinkommt, dann ja. Ja. Deswegen ist das mit dem AstraZeneca-Impfstoff ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Gut. Aber bleiben wir mal beim BioNTech erstmal. Da sind noch weitere Verunreinigungen. Zum Beispiel findet man auch doppelsträngige RNA. Da sagt der EMA-Ausschuss, ist gering, wird akzeptiert. Aber es misst ja dann sozusagen bei diese Menge, die da drin ist, 30 Mikrogramm, ist das ja ein Teil, dann doppelstrenge RNA. Das ist ja dann auch etwas, was nicht verwendet werden kann. Ja, der EMA-Ausschuss teilt halt mit dem Impfstoffhersteller, dass die Akzeptanzkriterien für die mRNA-Integrität der doppelstrengen RNA und diese verkürzten RNA-Stücke etc., das muss alles neu bewertet werden. Und sobald weitere Daten verfügbar sind, dann sollen sie dann nochmal neu beratschlagen. Dann gibt es auch Verunreinigung in Bezug auf die Lipide, die verwendet werden für diese Lipid-Nanopartikelhülle. Die haben beobachtet, dass gelegentlich schon sichtbare Partikel in diesem fertigen Röhrchen drin sind. Und die sollen jetzt die wissen nicht, warum das so ist. Die denken, es kommt nicht durch die Lagerung zustande. Aber die müssen halt jetzt, die haben auch gewisse automatische Prüfsysteme wohl bei der Herstellung und auch hinterher, die das prüft, sage ich mal, kontrolliert. Aber die sollen noch verbessert werden. Also es reicht da immer nicht aus, sozusagen. Und wenn ein Arzt später dieses Röhrchen nimmt, dann soll er auch vorher gucken, ob da auch diese Partikel drinne sind. Weil wenn sie drinne sind, muss man es wegwerfen. Und ich weiß gar nicht, ob das kommuniziert wird. Oh Gott, das ist echt
Shit. Aber kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Nur eine kurze Frage zwischendrin. Ja. Sie haben eben gesagt, dass die EMA denen noch ein paar Dinge aufgegeben hat. Und wenn sie das hingekriegt haben, können sie wiederkommen. Wieso wird denn dann jetzt schon geimpft? Ja. Wie ist das zu erklären? Kriminell. Das frage ich Sie. Das ist kriminell. Das ist unglaublich. So ein Druck vielleicht in der Politik. Gruselig. Ja. Holy shit. Es kommt jetzt ja noch dazu, dass in den USA und auch in anderen Staaten erlaubt wird, dass die erste Impfung mit dem einen Impfstoff gemacht wird und die zweite Impfung mit dem anderen Impfstoff. Dass man also die Sachen auch noch mischt, so dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und bei den laufenden Studien, die es angeblich sind, ist ja noch Studien, praktisch das so vermischt wird, dass eine Aussage dadurch praktisch unmöglich wird, welcher Impfstoff welche Wirkung hat und welche Nebenwirkungen er hat. Das scheint mir Absicht zu sein. Also in den USA ist es so, dass die Moderna-Impfung, die BioNTech-Impfung und die AstraZeneca-Impfung gemischt werden können. Wenn der eine nicht da ist, kann der andere genommen werden und so weiter. Das lässt sich überhaupt nicht überschauen und das lässt sich auch nicht in der Beobachtungsstudie nachher vernünftig auswerten. Von daher ist das der reine Blindflug. Man macht mit den Leuten irgendwas jetzt. Ja, das sehe ich auch so. Genau, warum wird es, also die haben für diese ganzen Auflagen haben sie Zeit bis Ende Juli diesen Jahres und dann wird neu entschieden, ob es endgültig zugelassen wird oder nicht. Ist ja jetzt eine bedingte Zulassung, so viel ich weiß. Aber das Problem ist, diese ganzen Analysentechniken, Protokolle, alles, was die ganzen Verpflichtungen, die sie machen, das läuft ja parallel zu dem, ich meine, es wird ja schon verabreicht. Das ist ja dieses Fatale. Das ist ja deswegen meine Frage eben. Also wenn wir bis Juli warten, haben wir keine Israelis mehr. So scheint mir das jedenfalls zu laufen. Holy shit. Okay. Und gleichzeitig hat die EU-Kommission in der Person ihrer Präsidentin ja klare Vorgaben gegeben. Also bis Juli soll ja ein Gros der Erwachsenen schon durchgeimpft sein. Und gerade eben die schon gesundheitlich angeschlagen, beziehungsweise unser Sanitätspersonal und so weiter, mit massivem Druck in Richtung Impfpflicht. Das ist kriminell. Also wir werden nächste Woche hier eindeutig Strafanzeige erstatten. Also diese Informationen sind jetzt das Letzte, was wir noch gebraucht haben. Und die Nichtigkeitsklage, wenn die nicht am Europäischen Gerichtshof, also wir werden sie versuchen nächste Woche, wenn ich, du weißt, Rainer, auf was ich warte. Ja, und wenn wir das jetzt noch mit dem, also ich bitte darum, mir das dann ganz rasch auch noch schriftlich zukommen zu lassen. Es ist wesentlich. Wir müssen jetzt wirklich im Eilverfahren hier vorangehen, denn das kostet tagtäglich weltweit Menschenleben. Und wir können das versuchen, auf EU-Ebene zu blockieren. Das ist ungeheuerlich. Die Kollegen in den USA werden das ja übernehmen. Das haben wir ja schon besprochen. Also, aber es ist fertig, Renate, du hast das. Oder es ist jetzt auf dem Weg zu dir. Diese Informationen, wenn wir sie dann im Anschluss eben auch noch schriftlich, wenn ich sie auch noch schriftlich haben könnte, das, was heute hier gesagt wird, das wäre wirklich ganz enorm wichtig. Super. Ja, ich werde Ihnen alles zuschicken. Aber wie gesagt, die Informationen sind öffentlich. Die sind in dem Open Assessment Report auf Englisch. Das ist klar, wir haben es ja auch schon gesehen, aber es ist immer wichtig, dass man einen schlüssigen Kommentar dazu hat. Genau.